Seine Groupies sind heute hier. Super. Er gehört zu den erfolgreichsten jungen Unternehmern der Welt. Nach seinem BWL-Studium versucht er sich zuerst im Onlinehandel mit Kleidern. Hatte aber bald eine andere Geschäftsidee, und zwar einen Online-Gebrauchtwagenhandel. Ganz ruhig. Manche von euch kennen vielleicht die deutsche Webseite www.werkaufendeinauto.de. Er hat das schon viel, viel früher und viel größer gemacht. sellanycar.com. Er kaufte gebrauchte Autos von Privatpersonen und verkaufte diese an Autohändler weiter. Der eine oder andere kennt die Webseite www.werkaufendeinauto.de und er hat dieses Konzept in Dubai und in Arabischen Emiraten sehr, sehr groß gemacht. Auf Social Media müsst ihr ihn mal suchen, vor allem auf Instagram. Man bekommt private Einblicke in so einen Multimilliardär. Bilder von seinem Privatjet, seine Wohnung in dem über 800 Meter hohen Burj Khalifa in Dubai, Luxusautos und Fotos mit Promi-Freunden wie Rihanna oder Jason Derulo. Heutzutage arbeiten über 1000 Angestellte für ihn und es werden immer mehr. Er liebt es, Firmen zu gründen. Das ist seine Leidenschaft. Jedes Jahr kommt eine dazu und kürzlich wurde eine von seinen Firmen verkauft für über 700 Millionen Dollar. Und zwar an Amazon. Ihr dürft gespannt sein, was jetzt alles kommt. Freut euch auf das Video und macht euch schon mal bereit für Applausstufe Nummer 3. The award goes to Mrs. Sayan Yalcin from Sellanycar.com. The best thing you can do for a society, I believe, is not charity. I've given people means of feeding themselves, tens of thousands of people to feeding themselves, rather than giving them money when I'm gone, the company is gone. The company will stay, they will feed themselves, and they will feed families and generations. That's charity. This is one of the most influential young people in business, and in a cover story of Entrepreneur Magazine Middle East titled him as undoubtedly one of the youngest and most successful internet entrepreneurs in the Middle East. His Highness Sheikh Said bin Zayed Al Nahyan, Minister of Interior of the UAE, presented Zayed as an inspiring story for the country. Hier ist er für euch, der einzigartige Sayan Yalcin! Jetzt. Ja, das ist echt das hässlichste Foto, das ich je geschossen habe. Ich weiß nicht, wo ihr das habt, aber sehr gut gefotoshoppt. Also, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Hätte ich gar nicht erwartet, dass so viele kommen. Vielen Dank. Als allererstes, bevor wir loslegen, möchte ich einen Riesenapplaus bitte für die Veranstalter, weil Deutschland braucht sowas. So, das Wichtigste vorweg. Ich habe heute eigentlich gar nicht streng geplant, was ich sagen werde, weil ich möchte euch auch die Chance geben, dass ihr das so ein bisschen in die Richtung steuert, was euch wichtig ist. Mir ist das eigentlich wichtig, einen Dialog mit euch zu haben, weil den Rest könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen. So, das ist mein erstes Thema, Your Choice. Deine Wahl. Wer von euch glaubt eigentlich an Gott? Okay. So, jetzt sagen wir, du sitzt in deinem Haus. Es kommt eine Flut. Und du sagst,
Ich bleibe in meinem Haus. Wenn ich heute sterben soll, dann ist das so. Ich vertraue Gott. Die Flut kommt. Und dann kommen Feuerwehrmänner und wollen dich retten. Dann gehst du ins erste Erdgeschoss und dann sagt jemand, vielleicht solltest du jetzt mal anfangen, aus dem Haus dich zu entfernen. Das Wasser erreicht dann das erste Erdgeschoss und dann kommt ein Boot und will dich retten. Und du sagst, ich vertraue Gott, wenn es so sein soll, dann ist es so. Nun gehst du aufs Dach, weil das Wasser mittlerweile schon sehr hoch ist. Und dann kommt ein Helikopter und möchte dich retten. Und du sagst, nö, ich vertraue Gott, wenn es sein soll, dann ist es so. Jetzt stirbst du. So bist du nun im Himmel und sauer, weil Gott dich nicht gerettet hat. Und Gott sagt, wer denkst du, hat dir den Feuerwehrmann geschickt, das Boot geschickt und den Helikopter? Es war deine Wahl. Das ist gut, du sollst an Gott glauben. Aber es ist immer noch deine Wahl, was du mit deinem Leben machst. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier wissen, dass unser Schicksal in unserer Hand liegt. Es wird niemals jemand sein, der alles für euch macht. Es gibt immer gute Freunde, es gibt immer gute Geschäftspartner. Aber das Schwierigste ist, von 0 auf 1 zu kommen. Und nicht von 1 auf 1 Milliarde. Das Schwierigste ist, überhaupt zu starten und zu verstehen, dass das alles hier anfängt und dass nicht Gott deine Entscheidungen trägt. Erfolg. Was ist Erfolg? Das ist auch ganz wichtig. Erfolg ist nicht Geld. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Geld ist sehr wichtig. Aber ihr solltet das niemals als Ziel definieren. Aber, meine Herren, wenn wir eine neue Freundin haben, was fragen unsere Jungs zuerst? Wie sieht sie aus? Das jetzt für unsere Herren im Raum. Meine Damen, wenn ihr einen neuen Freund habt, was fragen denn die Freundinnen zuerst? Was macht er? Ich bin mir sicher, dass Michelle Obama heute sagt, Barack, was ist los? Er ist arbeitslos. Erfolg ist von der Gesellschaft geprägt. Und ob wir es zugeben oder nicht, für uns Männer ist es extrem wichtig und für uns Frauen, mich ausgeschlossen hier, ist es auch wichtig. Ihr wollt nicht abhängig sein, nicht? Independence, sagt meine Frau immer. Das heißt also, Erfolg ist nicht das Geld, nicht? Erfolg ist auch euer Standing in der Gesellschaft und das ist sehr viel wert. Und da werde ich heute auch noch zu kommen, am Ende. Aber behaltet das erstmal im Kopf. Ist das hier eigentlich ein Countdown? Das heißt, ich muss dann aufhören? Danke. So, ein wichtiges Element, das ich selber genutzt habe. Du, meine Rezepte sind nicht allmächtig, die können für euch funktionieren oder auch nicht. Für mich hat es teilweise funktioniert. Und zwar hatte ich immer eine Vision. Ja? Die Vision sollte realistisch sein. Ihr wollt jetzt nicht so unsinnige Sachen machen, beziehungsweise wenn ihr es dann erreicht, ist es nichts wert. Ja? Also große Ziele, groß denken,
aber auch realistisch bleiben. Aber die Vision wird euch nicht zu dem Ziel führen. Was euch zum Ziel führt, ist eine ganz wichtige Sache, die ich selber gelernt habe, ist nur den nächsten Tag planen. Was mache ich morgen? In meinem Kalender sind die letzten 5 Minuten noch geplant. Morgens aufstehen, dieses Meeting, den treffen, diese Dokumente einreichen, das machen, dies machen. Steht da drin. Das ist mein OCD. OCD kennt ihr. Gibt doch immer diese, habe ich auch, wenn die Fernbedienung irgendwie so schräg auf dem Tisch liegt, drehe ich durch. Dann muss das so gerade sein, ja? Das ist OCD. Nur versucht sowas oder auch, auf was hört ihr eigentlich? Ihr hört auf irgendwas. Sei es Gott, sei es die Eltern, sei es OCD. Versucht das zu übersetzen in umsetzbare Aufgaben. Auch der schlimmste Bengel hört auf irgendeine Person. Es muss nicht eine Person sein, aber versucht dieses Hören auf etwas darauf zu übersetzen. So, wenn ihr da extrem streng mit euch selber seid und sagt, ich drehe durch, wenn ich meine Aufgaben heute bzw. morgen nicht erledige und müsste dann diese Aufgaben von morgen auf übermorgen verschieben, dann sind es übermorgen noch viel mehr. Und dann kommt der Punkt. Wenn euch das dann nicht juckt, dass ihr es nicht geschafft habt, dann wolltet ihr das gar nicht. Niemand, und das ist auch wichtig, ob ich es mache oder ob du es machst oder du es machst, das ist dem Universum komplett egal. Einer wird es machen. Du hast dich nur entschieden, das selber nicht zu machen. Fein. Dafür bräuchtet ihr eigentlich heute hier nicht sitzen. Ich denke, ich rede mit euch und ihr wisst schon, wie wichtig das ist. Aber realisiert das. Sagt nicht einfach, ich werde es einfach machen. Dann schau in deinen Kalender und guck, wie viel du wirklich erreicht hast. Und setzt dieses große Ziel oder diese große Vision, übersetzt das in umsetzbare Aufgaben. Da kann nicht drinstehen, morgen baue ich ein Imperium auf. Ja gut, was mache ich? Ist ja keine Aufgabe. Wenn da morgen drinsteht, beziehungsweise für morgen drinsteht, morgen treffe ich mich mit diesem Herrn, der mich weiterbringt. Ich mache 100 Verkaufsgespräche. Das ist umsetzbar. Das bringt euch zum Ziel. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und zwischendurch habt ihr Sprints. Das heißt also, jeden Tag vorplanen und richtig streng mit euch sein. Ja, OCD. Speed, das ist auch einer meiner Zutaten und ich glaube, das hilft. Bezieht sich auf Zeit und nicht auf irgendwas anderes. Seid schnell mit dem, was ihr macht. Weil das, was ihr denkt über euer Geschäftsmodell, ist bestimmt falsch. Das werdet ihr in den ersten 6 Monaten eures Businesses sehen, dass ihr viele Annahmen gemacht habt, die gar nicht stimmen. Und ihr werdet sowieso alles ändern müssen. Das heißt also, wenn ihr Perfektionisten wart vorher, dann habt ihr das eigentlich umsonst gemacht. Das heißt, relativ schnell anfangen und dann anpassen. Wir haben alle einen Chef und das ist der Kunde. Der entscheidet am Ende, was wirklich erfolgreich ist. Wenn du es selber magst, interessiert das eigentlich gar keinen. Macht so viel, wie ihr könnt. Und macht so viel richtig, wie ihr könnt, aber scheut euch nicht von den Fehlern. Das Gute ist, ich war früher auch Veranstalter. Und wenn niemand da war bei der Veranstaltung, war ein Failure, war halt schlecht. Das Gute ist, hat niemand mitgekriegt, war ja keiner da. Das,
Das ist im Business genauso. Wenn es nicht erfolgreich ist, next. Weil ihr habt noch ein Beispiel. Ja? Wenn ihr Basketball spielt und nehmt einen Ball und macht einen Schuss. Ja, weil viele sagen, es ist riskant, Business zu gründen und sowas. Wenn ihr einen Schuss habt und ihr trefft nicht und hört auf, ja, das ist riskant. Aber wenn ich sage, hey, ich werde 100 Mal schießen, das ist nicht riskant. Wenn ihr 1% habt, erfolgreich zu sein, dann probiert das 100 Mal. Das heißt also, scheut euch nicht vor den Fehlern, scheut euch nicht vor Insolvenz. Übrigens mache ich eine Firma pro Monat, nicht pro Jahr, wer das auch immer gesagt hat im Intro, mittlerweile. Diese Postkarte ist 100 Jahre alt. Und damals haben die Menschen eine Frage beantwortet. Was denkt ihr, wie die Welt aussehen wird in 100 Jahren? Da gab es viele Träumer und diese Träumer haben diese Bilder gemalt, beziehungsweise malen lassen. Das ist Skype vor 100 Jahren. Das ist gar kein Träumer. Der war Realist, nur ein falsches Timing. Auch wichtig im Business. Ich werde jetzt nicht viel Business-Unterricht geben, sondern eher so die Art und Weise, wie wir denken sollten. Sonst sitzen wir hier noch 2 Tage. Ach so, wir sitzen hier 2 Tage. Mit mir. Okay. Hier das zum Beispiel, ein Wahlbus. Gibt auch dumme Sachen, ja, aber... Genial. Haben wir besser hingekriegt, aber schon so in die Richtung, ne? Mit U-Booten und sowas. Nicht halt mit einer Wahl, aber diese Annahme ist besser als meine, die ich in meinen Businessplänen teilweise habe. Ich korrigiere sie alle 3 Monate um 100% nach unten. Ja, der ist auch gut. Fliegende Postbote. Passt. Ungefähr. Noch nicht. Also ich glaube schon, dass bald Drohnen sowas könnten. Ja? Tennis in der Luft, unnötig. Wir haben so eine kleine Verzerrung Richtung Luft. Ja? Wir haben, glaube ich, vor 100 Jahren gedacht, dass alles so entweder in der Luft passiert oder unter Wasser passiert. Wir haben einfach komplett die Erde rausgelassen. So wie wir heute auch immer denken, was passiert in der Zukunft? Wir werden mit Autos fliegen. Wir haben irgendwie so eine Verzerrung Richtung Luft oder runter. Da komme ich auch noch zu. Und zwar, was PR eigentlich bedeutet. Hier, das ist leider schade, das stimmt. Ja, die haben an Torpedoflugzeuge gedacht. Visionär. Hat recht gehabt. Schade eigentlich, dass wir nur in diesem schlechten Beispiel wirklich recht hatten. Ja. Dass das wohl das Vorhersehbarste war. Aber gut, Hut ab. Er hat es erraten. Mehr aber auch nicht. So. Fire. Steht in diesem Zusammenhang für Feuern. Feuern mit N, nicht Feuer. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass ihr das könnt. So, Fire sage ich, weil es sehr, sehr einfach ist, Leute einzustellen im Geschäft. Ja? Als 24-Jähriger hatte ich 100 Mitarbeiter und habe gesagt, boah, wie cool, ich bin voll die Attraktionsmaschine, ich habe 100 Leute eingestellt. Ja,
die 100 richtigen, zum richtigen Preis, zum richtigen Zeitpunkt? Das ist die Frage. So, und da machen viele Fehler. Und die Besten machen die meisten Fehler. Die stellen sehr viel ein, aber die feuern auch extrem schnell und gut. Wichtig ist es, dass ihr zeitnah feuert. Nee, das ist wie ein Krebs in der Gesellschaft. Und ich sage euch, warum das wirklich wichtig ist. Und zwar machen das viele Unternehmer am Anfang falsch. Es ist unangenehm. Stellen teilweise Familienmitglieder und Freunde ein. Es ist sehr, sehr unangenehm, Leute zu feuern. Aber viel unangenehmer ist es, wenn man jemanden in dem Unternehmen lässt, der nicht performt. Und ich zeige euch, was passiert. Ich stelle einen A-Player ein. Ja? Wir haben A, B und C. A sind die Besten, C sind die Schlechtesten. Oder weniger gut. Stellst A-Leute ein. Wenn ihr jetzt kein Standard of Excellence habt, ja? Wenn ihr einfach in eurer Kultur nicht habt, dass nur die Besten eingestellt werden, dann werden die A-Player B-Player einstellen. Herzlichen Glückwunsch. Und was werden die B-Player machen? Die werden C-Player einstellen. Und jetzt haben wir ein Problem. Die A-Player wollen nicht mit C-Playern zusammenspielen und ihr verliert die A-Player. Feuert, so schnell ihr könnt. Das bin ich da oben rechts vor 2-3 Wochen in meinem neuen Office. Das sind meine Mitarbeiter da unten in Saudi-Arabien, die gerade dieses Office bauen. Die wurden, glaube ich, gefeuert, aber das lag an. Nee, weil sie einfach echt faul waren. Aber das sieht man auf dem Foto. So, was ich euch hiermit sagen will, ist einfach, wenn ihr, und wir springen hier über Jahre hinweg, ja, wenn ihr wirklich komfortabel leben wollt, dann müsst ihr durch solche dreckigen Phasen des Startups durchgehen. Und die machen gar keinen Spaß. Ich habe 2 Jahre lang in einer Werkstatt gearbeitet als Office. Da wurden Autos neben mir gekauft mit Benzin überall und IT-Department war direkt hinter dem Wagen. Also es ist nicht immer schön. Und ich nenne gerade die Startups, die so von Anfang an extrem Blümchenleben haben wollen, Gucci-Startups. Ja? Die Gucci-Startups, die fangen Gucci an und enden dann bei Kick. Feuert, so schnell ihr könnt. Und denkt ein bisschen aus der Box heraus. Ja, denkt einfach neu. Nur bestimmte Gesetze, die wir uns in unseren Kopf reingepackt haben, was wir leider gesunden Menschenverstand nennen, ist nur gesunder Menschenverstand, bis einer das Gegenteil beweist. Dann ist das der gesunde Menschenverstand. Beispiel, 1942. Albert Einstein gibt eine Klausur an die Studenten. 1943 gibt er genau dieselbe Klausur an dieselben Studenten. Und da kommt der Assistent und sagt, ist das nicht viel zu einfach? Ich müsste einfach nur letztes Jahr kopieren. Dann sagt Albert Einstein, ja, die Fragen sind gleich, aber die Antworten haben sich geändert. Es ist sehr wichtig zu verstehen, das, was wir damals als physikalisches Gesetz angenommen hatten, hat sich innerhalb von einem Jahr geändert. Das ist ein physikalisches Gesetz. Das ist nicht
Bundesgesetz. Das ändert sich, glaube ich, über 100 Jahre. Das dauert länger. Das heißt also, nehmt nicht einfach an, was die Neinsager euch die ganze Zeit erzählen. Dass ihr das nicht schaffen könnt. Da bin ich 1000 Mal durchgegangen. Erstens lachen die über dich. Was ist das denn? Zweitens, dann sagen sie, der Markt ist viel zu klein dafür. Und dann sagen sie, wie lange die sich schon kennen. Damals habe ich schon mit ihm. Nee, hast du nicht. Du nicht. Das heißt, lasst euch auch nicht von der Gesellschaft erzählen, warum ihr das nicht könnt. Wie gesagt, wenn du es nicht machst, machst sie. Aber einer wird es machen. Und das Beste ist, wenn du es machst und nicht schaffst, ist das nur ein Teil des Prozesses. Ja? Wenn ihr 1% Chance habt, probiert 100 Mal. Manche sollten aber keine Fehler machen. Und zwar Piloten zum Beispiel. Oder hier wie dieser Arzt, ja, der aus Versehen den Falschen operiert hat. Ja? Also, ich will euch damit nicht sagen, dass Perfektion generell falsch ist. Ja? Musiker, wenn du jetzt ein Album aufnimmst und versemmelst einen Ton, dann nimmst du nochmal auf. Es muss perfekt sein. Und ein Arzt sollte auf jeden Fall die richtige Person operieren. Pilot sollte keinen schlechten Tag haben, nie. Ja? Aber nochmal eine gute Nachricht, die meisten von uns, gerade die, die hier sitzen, ihr müsst nicht perfekt sein. Das ist sogar gut. Es sei denn, ihr wollt jetzt in die Richtung. Also macht Fehler. Keine dummen Fehler, bereitet euch auch vor. Wichtig ist aber, dass wir in unserem Leben leider 90% unserer Zeit uns nur vorbereiten. Wir gehen zur Schule, bereiten uns vor, wenn ich mal groß bin, will ich Unternehmer werden. Dann bin ich in der Uni, bereite ich mich vor, lerne Sachen. Dann bin ich raus und arbeite irgendwo und bereite mich vor, vielleicht dort mal Abteilungsleiter zu werden. Ihr bereitet euch die ganze Zeit vor, aber ihr macht nur in 10% der Fälle maximal das, was ihr euch eigentlich für vorbereitet. Und das nenne ich Activity Level. Dreht das um. Macht 90% und denkt 10%. Bereitet euch vor 10%. More than enough. Only one more. Das ist auch extrem wichtig. Das passt auch perfekt gerade rein, als hätte ich das schon vorbereitet. Mein Fußballtrainer hat damals gesagt, wenn du jedes Spiel gewinnst, brauchst du niemals auf die Tabelle schauen und rechnen. Ja, du kennst ja in Turnieren, oh, wie viele Punkte brauchen wir? Hat er immer weggemacht. Jedes Spiel gewinnen. Nur ein Punkt mehr als die anderen. Fokussiert euch auf die Sache, die ihr gewinnen müsst. Die Tabelle ist ein Endresultat. Und die wird schon ausgerechnet. Da brauchst du gar nicht rechnen. Was ein Punkt ausmachen kann, könnt ihr euch vorstellen. Du hast 51%, also von 50% habe ich einen Punkt mehr, habe ich 51% und er hat leider nur 49%. Boom! Ich bin Präsident. Sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht eine Klatsche vergeben müsst. Ja? Ihr müsst nicht 10-0 gewinnen, jeden Tag. Ihr müsst einfach nur besser sein um einen Punkt als jeder andere.
Vielleicht beruhigt euch das ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, 2 Minuten 27. Ich habe auch noch was. So, ich hatte euch ja auch gesagt, dass ich auf PR zurückkommen werde, wie wichtig PR heutzutage ist. Nämlich, Perception is Reality. Die Wahrnehmung ist die Realität. Ja? Wir hören heutzutage sehr viel über Marskolonisation, wie wichtig das ist für uns. Eine Villa auf dem Mars würde 2 Milliarden Dollar kosten. Good luck. Hört sich aber besser an, als wenn man sagen würde, Antarktis. Besseres Klima auf der Antarktis, das kann ich euch versprechen, aber nicht sexy genug. Wer will schon ein Antarktis leben, wenn es den Mars gibt? Hört sich besser an. Viel heutzutage ist PR. Das Problem ist, dass PR dir diesen einen Punkt Vorsprung schaffen kann. Du kannst Präsident werden. Fake News heutzutage ist sehr, sehr, sehr stark. Gab es damals auch, hat nur keiner mitgekriegt. Heutzutage drücken wir viel zu schnell auf den Share-Button. Stimmt. Stimmt nicht. Gutes Beispiel. Ein Arzt findet Bilder von einer Wohltätigkeitsorganisation letzte Woche und sagt, in Syrien, die Bilder, wo die Kinder gerade sterben, wären fake, weil die EEG-Maschine irgendwie falsch platziert ist. Kriegt 22.000 Retweets. 2 Tage später sagt, hey, sorry, war doch richtig. Kriegt 20 Retweets. Ich lasse das mit euch, weil wir ganz genau wissen, dass wir heutzutage nicht alles glauben sollten, was euch auf Social Media präsentiert wird. Denkt nach, macht das Sinn? Aber leider gibt das den Leuten diesen einen Punkt, den sie brauchen. Und als Demokratie haben wir die Verantwortung, Sachen zu hinterfragen. Weil, obwohl es vielleicht mathematisch nicht so korrekt ist, hat jeder die Möglichkeit zu wählen, zu allen Themen, obwohl sie sich zu bestimmten Themen gar nicht auskennen. Also bitte, lasst uns verantwortungsvoll sein, wenn wir bestimmte Fakten als Wahrheit annehmen. Wir sind jetzt in unserer Reise schon erfolgreich. Ja, wir haben es geschafft. Und dann merkt ihr irgendwann, dass euch die Haare ausfallen, dass ihr gar nicht schlaft. Und dann kommt der Punkt, wo der Arzt sagt, du stehst vor dem Burnout, wenn du so weitermachst, wirst du daran sterben. Das ist mir passiert, vor 2, 3 Jahren. Mir wurde dann vorgeschlagen, ich soll Yoga machen, meditieren, Urlaub nehmen, Sport machen. Ich erzähle euch dazu eine Geschichte, die habe ich auch sehr gerne schon mal erzählt. Ich gebe euch jetzt $1, ja, für Gesundheit. Und ich gebe euch 1 Null dazu für andere Sachen, die euch wichtig sind, okay? Dein Auto, dann hast du 10. Dein Haus, hast du 100. Dein Privatjet. Deine Gucci-Schuhe. Und nach 9 Elementen habt ihr dann irgendwie 1 Milliarde.
Und dann nehme ich euch einfach die Eins weg. Die Gesundheit. Dann ist die Milliarde auch nichts mehr wert. Bevor ich hier erschossen werde von dem Countdown, möchte ich noch eine Sache mitgeben. Ich möchte irgendwann Vater werden. Nur was wir Männer manchmal nicht verstehen, und schade, dass das auch eine Verantwortung ist. Nicht der Dame alles überlassen. Das ist eine. Das ist vielleicht sogar die größte Verantwortung, die ihr haben werdet. Und auch das größte Glück. Ich bin kein Vater, ich kann es mir denken, ist eine Annahme. Hiermit möchte ich mich eigentlich schon verabschieden, weil ich euch denke, so ein paar Zutaten gegeben habe. Ja? Habt umsetzbare Aufgaben. Setzt euch eine Vision, die groß genug ist und realistisch ist. Achtet auf eure Gesundheit. Achtet auf die Fakten, die ihr als Realität annimmt. Und das Letzte, rein biologisch gesehen, sind wir auf dieser Erde, um uns fortzupflanzen. Und wenn ihr das macht, seid verantwortungsvoll. Dankeschön. Saigin Yaltin. Hey, yo. Look like I'm going for a swim. Fuck one, I'm now swinging up the rim. Can't come Saigin Yaltin. Fully drenched. Here goes some hater rain, get your thirst quenched. Style going in this bird very trench. These birds copy every word, every word. Saigin Yaltin. If you walk out of Will's life now, don't you ever come back. Weg ist er. Dankeschön. Sit down. I got time for no lecture. I said sit down, Lou. You know, Will was doing just fine until you showed up. But now that you're back, you have responsibilities to him. Look, we're still gonna take the trip. Oh, bull! Bull! Will is not a coat that you hang in the closet, then pick it up when you're ready to wear it. His life goes on. He's not supposed to be here for you. You're supposed to be here for him. You get off my back! You think I want this? It just happened! Now, when Will was a baby, I was scared. Cut the crap, all right? Cut it! Because I've been there. But I didn't run out on my family. I was there every day for them, because that's what a man does. Fine, Philip. You win. You the man. You a better man than me. You happy? Now, you gonna tell Will or not? I'm not gonna do your dirty work for you. Fine. I'll call him from the road. Yeah, then why don't you do that? Yeah, I'll do that. Daddy-o! What's up? Will, man, I'm glad you're here. Some business came up I gotta handle. So we're gonna have to put our trip on hold. You understand? Yeah. Yeah, that's cool. That's cool. Just for a couple of weeks. Mm, I understand. Yeah. Maybe a little longer. Yeah, whatever. Whatever. Look, I'll call you next week and we'll iron out the details. Mm-hmm. Okay? Yeah, yeah. It was great seeing you, son. You too, Lou. Yeah. Yeah, I'm sorry, Will.
You know what? Actually, this works out better for me. You know, the slimmies of summer come to class wearing next to nothing. You know what I'm well, saying? Well, it's all right to be angry. Hey, why should I be mad? I'm saying, at least he said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present. I'm sorry. You know, if there was something that I... Hey, you know what? You ain't got to do nothing, Uncle Phil. Hey, you know, ain't like I'm still 5 years old, you know? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Who needs him? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at it too, didn't I, yeah, Uncle Phil? You did. Got through my first day without him, right? Mm. I learned how to drive. I learned how to shave. I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. To hell with him! I need him then, and I don't need him now. Will. Now, you know what, Uncle Phil? I'm gonna get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm gonna have me a whole bunch of kids. I'm gonna be a better father than he ever was. And I sure as hell don't need him for that, because ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. How come he don't want me, man? Das Outro-Video, ich zeige Ihnen noch.